Hallo Freunde, servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Ich möchte heute einen Salat machen für mich und wenn ihr zuschauen wollt, dann freue ich mich sehr. Und zwar einen einfachen grünen Salat, der besteht hauptsächlich aus Feldsalat. Und ich habe gelesen, dass das der Salat ist, der am meisten Vitamine und Mineralstoffe hat, neben Endivien wahrscheinlich, aber der kommt erst noch. Das ist ein Wintersalat, also ein wunderbares Teil der Natur. Okay, dann mache ich mir da hinein noch eine Tomate und was brauche ich für die Soße? Das zeige ich jetzt gleich. Ja, meine Lieben, für meine Soße bzw. mein Dressing brauche ich jetzt eine knappe halbe von der Avocado und ich sage euch gleich, ich verwende Avocados seit einigen Monaten nur sehr sparsam, weil ich gelesen habe, dass für Avocado auch ganz viel Regenwald geholzt werden muss. Also ich nehme die nur noch ganz selten. Dann tue ich hinein eine halbe Limette und einen Schnittlauch. Okay, ich liebe Schnittlauch. Dann schneide ich meinen Salat noch. Die drei Löwenzahnblätter, die habe ich heute früh noch gerettet, weil ich habe da hauptsächlich zwei solche Handvoll Wildgrün, also Wildkräuter in meinen Salat reingeschnitten. Und das habe ich jetzt übrig lassen, weil ich das jetzt euch zeigen wollte noch. Und dann habe ich noch drei so wunderschöne Rotkleeblüten gerettet. Das brauche ich jetzt dann nur zur Verzierung. Okay, dann tue ich noch ein bisschen Wasser rein. Und das Ganze mixe ich in meinem Foodmatic. Gell, das, was ihr da jetzt, das ist meine Katze, die kratzt da gerade in einem Kratzbaum rum und gerade fröhlich ist sie und lustig. Jetzt mache ich noch schnell die auf. Da ist schon wieder. Hoppala. Los, hoppi. Super. Gut. Sie hat zwar eine Katzenklappe, gell, aber sie mag es immer lieber, wenn ich aufmache. Gut, also mein Futtermatic, der ist super klasse, von dem bin ich sehr begeistert. Der hat 1 PS. Und hat also eine Mordskraft. Und ich sage euch seit neu, und das ist der Behälter dazu, da gibt es noch einen, der ist ein Stück größer. Und ja, die Messer. Und den gibt es jetzt seit neuestem mit Glasbecher. Und ich, also wenn ich da irgendwann einmal wieder einen neuen brauche, dann bestelle ich mir den mit Glasbecher. Ich finde das so toll. Und den mit den Glasbecher, den habe ich euch unten in meiner Videobeschreibung verlinkt. So, was brauchen wir noch? Ja, da habe ich noch, ich bin ja salzfrei, ein Adios-Salz mit ganz, ganz vielen wunderbaren Gewürzen drin, gell? Würzen statt Salz. Wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, gut. So, dann fangen wir an. So, den Feldsalat werde ich jetzt ein bisschen kleiner schneiden, weil mir der zu groß ist. Und gewaschen habe ich ihn natürlich vorher auch, das ist klar. Und zwar unter gereinigtem Wasser, mit gereinigtem Wasser. Schneiden wir den einfach mal ein bisschen mundgerechter. Es gibt ja kleinere Feldsalat, die braucht man nicht schneiden, aber das ist ein ziemlich großblättriger. Und ja, gut. Deswegen mache ich das jetzt. Dann noch die Tomate, die ist groß, gell? Eine sehr große Tomate. Dann ein bisschen den Löwenzahn drauf. Wie gesagt, normalerweise habe ich da ganz, ganz viel Löwenzahn.
und Giersch und Brennnessel, aber heute nur zur Vorführung, dass ihr das auch verwendet, weil das ist natürlich das Allerbeste vom Besten. Gell? Kann ich euch nur sagen. Ja. Schneiden wir gleich mal nur den Schnittlauch klein. Da könnt ihr natürlich auch andere Kräuter verwenden, gell? Basilikum oder Petersilie, Thymian, oder so etwas so gibt euch. Oder Zwiebel, gell, kann man auch reinschneiden. Aber ich mag jetzt den Schnittlauch nicht. Der riecht schon so gut. Das riecht mir jetzt total an. Ich habe jetzt noch drei so Strauchdatteln reingemacht. Die schneide ich mir kleiner ab, braucht mein Mixer nicht so lang arbeiten und nicht so. Ja, genau, drei solche. Gut, und dann tun wir noch die Limette rein, eine halbe. So, jetzt, ich habe das in einem anderen Video gesehen, wie die das machen. Jetzt schaut mal her, so machen die das. Okay, da braucht man nämlich nicht einmal eine Zitronenpresse. Okay. Das ist doch toll, man kann das ganze Fruchtfleisch verwenden. Nichts bleibt zurück. Von der Möglichkeit. So, jetzt noch eine knappe halbe Avocado. Ich hebe das immer auf, wo der Kern drin ist, das bleibt zurück. Das nehme ich dann vielleicht morgen oder übermorgen. Schöne Avocado, ja, sehr schön. Kann man jetzt noch Hanfsamen nieder oder Hefeflocken, was das Herz begehrt. So. Und ein bisschen von meinem Adios Salzgewürz. Ein Wasser. Ungefähr. Irgendwie. Auge mal P. So, die Soße wird jetzt gemixt. Genau richtig, gell? Ganz genau richtig. Lecker. Ganz lecker. Ja. Ich tue jetzt nicht alles durch. Naja, egal. Egal. Ich möchte nämlich ein schönes Bild haben, wisst ihr? Ein schönes Bild. Schauen wir mal. So, meine Lieben, jetzt habt ihr es gesehen, wie super schnell so ein Salat geht, gell? Und er schmeckt lecker und ich freue mich schon. Und jetzt verrate ich euch noch was. Von dem Feldsalat habe ich die Hälfte zurückgehalten, weil ich mir gedacht habe, die esse ich morgen. Aber das ist mir viel zu wenig und das mache ich jetzt noch dazu. Und dann reicht mir das, gell? Und jetzt freue ich mich auf meinen Salat. Ich hoffe, ihr macht euch auch so einen guten Salat. Also wie gesagt, der Feldsalat ist der vitalstoffreichste Salat neben dem Endivien, gell? Da kommt der Eissalat nicht hin. Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und ich wünsche euch alles, alles Liebe, bleibt gesund, macht es gut, Servus, pfiat euch!